Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit David King unterwegs. Wäre euch gar nicht aufgefallen, oder? Seid mal ehrlich. Ja, wir haben heute folgendes Setup dabei. Frontal, den Entscheidungsschlag. Wir spielen gegen Oni, Unbeugsam und Adrenalin. Also ein krasses Mainstream-Setup, wenn man so will. Er ist da rübergegangen und hat den Einhorn-Pups erwischt. Das bedeutet für mich in erster Linie mal... Wieso hat er den anderen Typen jetzt nicht mehr angegriffen? Interessant, dass wahrscheinlich sein Totem da vorne sein wird. Okay, der hat einen richtig krassen Tunnelblick. Den hat das nicht interessiert, dass hier ein Gen gemacht wird. Okay, vielleicht hat er das auch nicht mehr gehört, gesehen. Den hat nicht interessiert, dass der andere Typ da hinten an ihm vorbei ist, weil den muss er doch gesehen haben, Leute. So, Dwighty Boy, komm da mal runter. Lass dich von sexy David King befummeln. Hallo? 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 Danke. Oh, okay. Er kann seine Fähigkeit nutzen. Obsession wird gejagt. Offensichtlich hat er schon mal den schlampigen Schlachter dabei. Denn wir brauchen ein bisschen länger, um Dwighty Boy hochzuheilen. So, ist sein Totem wohl da hinten oder nicht? Er ist jetzt irgendwie am Anfang ja straight darüber gegangen. So, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Weil seine Fähigkeit bereit ist. Ah, der will auf Krampf geiern. Dann lassen wir ihn doch mal eben auf Krampf geiern. Ich würde ganz gerne mal sehen, ob das Totem da ist. Na geil. Das mit dem Geiern hat ja gut geklappt. Und da kommt der nächste angerannt. Leute, Leute, Leute. So, da wird gerettet. Da wird er direkt hingehen, logischerweise. Und dann helfen wir mal hier ganz entspannt der nächsten Person. Hier ist niemand. Okay, jetzt hat er die Obsession gesehen. Und wir hängen ab. Ja, hat ein Momentchen gedauert. Tut mir leid, Adam, aber da war noch irgend so ein Verrückter mit so einem langen Knüppel hier. Und da dachte ich mir, es kommt nicht so gut an. Lauf. Ja, dann lauf halt nicht. Was denkst denn du, warum ich weggehe? Er hat uns tatsächlich verloren. Oder? Oh nee, ich sagte, du hast uns verloren. Ah, da liegt der nächste. Oh Leute, das ist aber hier... Das ist aber hier irgendwie ein leichtes Spiel gerade für Oni, muss man sagen. Die rennen ihm ja quasi in den Knüppel rein. Also der wird doch... Der lässt Dwight erstmal liegen. So, du hau ab. Wieso haust du denn nicht ab? Der geht, der will auch helfen unbedingt, ne? Die wollen die Points, Leute. Ach, scheiße. Ah. Merke ich selbst, dass das nicht ganz so klug war. So, schlampiger Schlachter. Ich muss weiter rennen. Ich muss irgendjemanden finden, der mich heilen kann. Da ist Oni. Geht wieder zurück. Oder ich gucke, ob ich oben Medikit finde. Ah, die Runde, die ist gebraucht. Ich sehe noch nicht, dass wir hier irgendwie was Krasses reißen werden. Ach ja, Medikit, Medikit, Medikit. Wenn ich jetzt wieder einen Werkzeugkoffer bekomme, ne, dann
Dann fühle ich mich so langsam vom Entitus verarscht. Guck mal, was ich hier Schönes gefunden habe. Na, siehst du wohl. Haben wir doch nochmal das Totem gefunden. Zwar nicht da, wo wir es anfangs vermutet hätten, aber zumindest ist es jetzt erstmal weg. Vielleicht kann dann jetzt ja der Gen Rush beginnen. Boah, hier oben gibt es aber so viel Blut nachher für den Oni. Der kann ja aber sich freuen. So, der ist zum dritten Mal am Haken, richtig? Der ist RIP, oder? Das ging verdammt zügig. Gefühlt auf jeden Fall. Ohne hierher. Er hat seine Fähigkeit auch aktiviert, oder? Egal, wir arbeiten erstmal hier weiter. Obsession wird gejagt. Ja, da hinten sind sie. Alles klar. Ey, den Oni siehst du auch über die ganze Map, ey. Wenn der einmal in seinem Rage-Modus ist, dann kann er sich aber nicht mehr so wirklich verstecken. Mal hier schnell den Generator durchknüppeln, dann holen wir uns das andere, die andere Werkzeugkiste da hinten. Immerhin, die Obsession hält jetzt ein bisschen durch. Oh, warum sage ich sowas denn? Selber schuld. Hey Dwight, moin. So, komm, befummel Papa mal. Weiß nicht, ob er Barbecue dabei hat. Schlammiger Schlachterruin. Haben wir noch irgendwas, was wir schon wussten? Barbecue ist ja auch immer sehr beliebt. Wieso wird da jetzt eigentlich geslackt? Weiß man auch nicht, oder? So, wir switchen hier einmal durch. Und ja, da wird aufgesammelt. Das ist natürlich die Frage. Ich verstecke mich mal eben kurz hier drin. Ich weiß, ich bin kein Dwight. Aber ich will einmal nur ganz kurz sicher sein. Dass er nicht sieht, wo wir sind. Weil die Richtung kann er sich ja schon wieder denken. Da ist er. Er geht zurück. Ne, er sammelt das ganze Blut ein, oder? Dürfte uns nicht gesehen haben. Ach, er hat Dwight gesehen. Oh. Okay, was macht Dwight jetzt? Rennt nach rechts weg. Okay, dann können wir zumindest helfen gehen. Im Moment dachte ich gerade, Dwight rennt Richtung Haken. Das wäre nicht ganz so geil gewesen. Okay, sie will nicht. Müssen wir akzeptieren. Ja, wenn Mac sagt nein, sie will nicht befummelt werden, dann heißt das auch nein. Oni. Der Dwight. Auch das dritte Mal am Haken, oder was? Naja. Nächste Person ist RIP. Alter, Leute. Das ist auch geil. Da nimmt man mal so ein Mainstream-Setup mit und denkt sich so, ja, nice. Na, können wir mal dem Killer nochmal entkommen, wenn wir den Strike haben. Wenn ich den Skillcheck treffe. Und dann... Ach du Shit. Und dann verkackt man einfach lieber mal einen Skillcheck. So random. Als ob man nichts Besseres zu tun hätte. Hat seine Fähigkeit immerhin dafür aktiviert. Meine Spuren wahrscheinlich gerade noch gesehen, oder? Geht nach oben. Pass auf, Mac, der könnte jetzt dich gleich sehen. Du bist gar nicht hier. Ich dachte irgendwie, du wärst hinter mir am Generator dran. Da hinten sind noch einige Paletten, Leute. Da können wir ihn auf jeden Fall noch mal einen Moment hinhalten. Geh mal da hinten zu dem Generator. Ach, er hat schon wieder die Mac gefunden. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Nee, die Runde. Ist die Mac auch tot beim nächsten Mal? Ich glaube ja, oder? Ey, die Runde ist ja irgendwie echt überhaupt nichts am Start, ne? Weiß ich nicht.
habe ich schon ein paar bessere Runden gesehen. Oder Mr. King, was sagen Sie dazu? Oder Fähigkeitscheck. Dankeschön. Freut mich immer wieder, aufmunternde Worte zu hören. Ah, die Leute wurden echt schnell erwischt teilweise. Da hinten ist Mac gerade langgerannt, oder? Ja, das Problem ist, wir müssen noch drei Gens machen. Das könnte schwierig werden zu zweit, wenn eine Person gejagt wird und beim nächsten Mal wahrscheinlich rippt. Boah, da habe ich aber Glück gehabt. Komm, ich renne ihm halt dann rein, weißt du? Kann auch gut sein, dass er jetzt seine Fähigkeit am Start gleich hier aktiviert. Denkt er sich so, ja, warum nicht? Mal dem King eins reindrücken. Das wird eng. Du hast das hier hinten auch da gelassen, mein Freund. So wird das aber nichts hier. Okay, hab nichts gesagt. So wird das aber nichts hier. Sei denn, man scheißt rein, ne, Grants? Dann könnte es was werden. So, ab an Haken mit uns. Wenn er jetzt Barbecue... Ah, sie ist... Sehr gut. Sie ist in die Kiste gesprungen. Okay. Er aktiviert seine Fähigkeit auch direkt. Obwohl er nicht weiß, wo sie ist. Ah, okay. Er möchte die Palette zerstören. Ja, ich hätte ihn viel länger hinhalten müssen. Mit dem Setup, was er mir hier gelassen hat. Ich hätte einfach, wo ich gesehen habe, dass er jetzt hier rumgehen soll, hätte ich noch ein bisschen bis zur Ecke gehen sollen. Um dann wiederum für beide Fälle gewappnet zu sein. Das war, also das hier war gar richtig kacke. Wollte mich meinem Team anpassen. Kappa, nein. No hate. Shots fired! Also Mac, ne, wenn du jetzt die ganze Zeit im Schrank bleibst, dann bin ich aber wirklich enttäuscht. Ich habe so viel fürs Team geopfert. Und die bleibt jetzt im Schrank, oder was? Ey, manche Leute sollen einfach in der Hölle brennen. Ich probiere jetzt einmal, weil es sieht nicht so aus, als ob sie sich bewegen würde. Das ist nicht wahr, oder? Warum helfe ich den Leuten überhaupt? Ich hätte... Da jetzt, guck mal, jetzt kommt sie mal aus dem Schrank raus. 6,5 Stunden später, Leute. Aber auch nicht den Arsch in Bewegung setzen. Ich sterbe hier. Das schafft die nicht mehr, wenn ihr nicht mal langsam losrennt. Die will's aber auch gar nicht schaffen, Leute. Die will's gar nicht schaffen. Die will einfach die Luke sich jetzt snacken. Geht in den nächsten Schrank oder was? Oh. Ne, das war's. Alles klar. Dein Arsch kommt auf meine Liste. Das ist jetzt halt wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Das ist wirklich... Oh, das ist wieder so typisch, ey. Nun gut, David. Rest in Pepperonis. Es war schön, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Bin mal gespannt, was der Uni noch so dabei hatte. Also er hatte Ruin und den schlampigen Schlachter. Sie ist direkt... Die Luke ist direkt bei ihr gespawnt. Alter Vater. Die muss aber den Kopf ganz weit beim Entitus drin haben. Ach ja. Ja, das ist... Das ist der Klassiker wieder. So. Er hatte noch Pop Goes the Weasel und er hatte tatsächlich auch noch Barbecue dabei. Okay, wussten wir, dass er Barbecue dabei hat? Ich glaube nicht, ne? Einhorn Pups ist Rang 16. Wie kommt wieder ein Rang 16er hier rein? Ach ja, und dann botanisches Wissen und wir schaffen das sogar. Warum? Selbstheilung. Warum? Warum? Gut. Genug gelästert, Leute. Lass uns Feier machen. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank an Tossi und die Kanalmitglieder für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.